Windkraftanlagen produzieren rund um die Uhr sauberen Strom. Die Hightech-Anlagen müssen aber auch regelmäßig kontrolliert werden. Grundsätzlich wird das von Industriekletterern erledigt. Der weltweit einzigartige Sensorcopter von Aero Enterprise macht das mit einer hochauflösenden Kamera teilweise vollautomatisch. Das ist eine optische Befliegung parallel mit einer Infrarotkamera, wo wir teilweise in die Tiefe des Blattes schauen können und Schäden unterhalb der Struktur feststellen können. Und im Endeffekt geht es um Schadenserkennung auf den Oberflächen an den jeweiligen Stellen. Der vom Unternehmen selbst entwickelte Kopter wird vor dem Start kalibriert und vom Boden aus manuell gestartet. Nach Erreichen der Zielflughöhe geht das System in den automatischen Betrieb über und zeichnet die Daten auf. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten. Ein großer Vorteil ist eben die Möglichkeit der Dokumentation und dem Vergleich des Zustandes in der Vergangenheit. Diese Kombination von Fluggerät, Messstation und Auswertungssoftware ist derzeit einzigartig am Markt. Wir fliegen in der Nähe in der Regel zwischen 8 und 5 Meter an das Objekt heran, haben dann noch ein großes Objektiv vorne drauf und haben eine Pixelauflösung von 12 Pixel pro Quadratmillimeter. Also es variiert ein bisschen von der ISO-Zahl, aber Minimum ist 4 Pixel pro Quadratmillimeter und damit können wir auch feinste Risse erkennen. Das Ziel einer Inspektion ist es, mögliche Veränderungen zu erkennen, bevor große Schäden auftreten.